Kidzone Show. Was Besseres gibt es nirgendwo. Ja, Cardcaptor Sakura. Nix da, Yu-Gi-Oh! Cardcaptor Sakura. Yu-Gi-Oh! Oh mein Gott. Ich dachte, irgendwann werden die vielleicht normal, aber... Das kannst du knicken. In der heutigen Folge werden alle verrückt. Oh, ich werd verrückt. Sind sauer. Und haben Spaß. Ui. Und erfind mal wieder neue Wörter. Okay. Ich dachte ja beim letzten Mal noch, das wäre ein Versprecher, aber anscheinend denkt sie, dass es das wirklich gibt. Okay, puh. Naja, egal, kommen wir jetzt zu den Fragen. Simon freut sich schon. Ah, nicht schlecht. Sally anscheinend nicht. Wow, wenn du meinst. Aber egal, als erstes diese schöne Hörerin. Also mein Name heißt Katharina Achterrad. Ja, so heißt ihr Name. Ich wollte eigentlich wissen, wie sie heißt, aber egal. Außerdem dieser sehr schöne Anruf. Hallo, hier ist Julie, sag deinen Namen. Und Antonia. Aus Kassel. Wir sind beide 12 Jahre alt und wir wohnen in Kassel. Aus Kassel. Wir sind beide 12 Jahre alt und wir wohnen in Kassel. Aus Kassel. Wir sind beide 12 Jahre alt und wir wohnen in Kassel. Ja, wir wohnen in Kassel und kommen aus Kassel. Und sag deinen Namen. So, die nächste Scheiße hört euch einfach mal an. Hey, yeah. Alle zusammen tanzt das Brot. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Was machst du denn da? Wieso legst du deine Arme so komisch an? Das sieht total dumm aus. Wieso? Ich tanz. Na, 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 na. Sag bloß, du kennst den Brottanz nicht. Pff, natürlich kenne ich den Brottanz. Bernd das Brot ist sau cool, aber er tanzt nicht so bescheuert wie du. Ich tanz überhaupt nicht bescheuert. Tanz doch einfach mit. Das macht voll viel Spaß. Wow, niemals. Wow. Oh mein Gott. Als nächstes kommt ein supergeiler Rap. Ash und Pikachu sind die Besten. Yugimoto und Joey sind auch nicht die Letzten. Jan schnappt sich jedes Biest. Doremi schreit, oh guck mal, wer da schießt. Genki besiegt den bösen Mo. Bei Beyblade muss man nicht aufs Klo. Detektiv Conn löst jeden Fall. Bei Shin-Chan gibt's nen Riesenknall. Die Kids und Joe, die kauf ich mir. Ich find sie cool, genau die hier. Ciao. Yeah. Ciao. Und nun kommt einfach hören, ich sag da nichts zu. Simon, du bist wunderbar. Jeden Tag für die Kidzone da. Immer wieder gute Sonne. Wenn du da bist, herrscht Zitrone. Danke, dass du lebst. Ohne dich wäre die Kidzone zu spät. Wenn du nicht da wärst, bring ich mich um. Und das fänd ich ganz schön dumm. Wenn man dich braucht, da bist du da. Das finde ich einfach wunderbar. Du bist der Beste auf der Welt. Du bist da einfach Hero-Held. Hilfe, wenn du nicht da bist, herrscht Zitrone. Was? Und was ist ein Hero-Held? Aber ich glaube, das habe ich rausgefunden. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Kraft. He-Man macht euch alle. Ey, manchmal machst du mir echt Angst. Du hast Angst? Wieso das denn? Naja, vielleicht, weil du hier psychopathisch irgendwelche Sätze vor dich hinbrüllst. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Oh, er dreht ja, echt durch. Diesmal gebe ich Sally recht. Okay. Na gut, kommen wir zu den Grüßen. Als erstes mal wieder ein ziemlich cooler. Ja, hi, hier ist der Felix Niedermeyer aus Pforzheim. Ich bin 11 Jahre alt und ich grüße ganz herzlich meine Freunde Fabian und Christoph, die wie ich voll cool sind. So cool wie Simon. Und der nächste Grüße. Hey, yo, hier kommt Simon und sagt, was abgeht. Hallo Berlin. Yo, hi, ich bin Adrian Stieler. Ich bin 12 Jahre alt und wohne in 12619 Berlin. So, ich möchte alle meine Kumpels grüßen, die ich kenne. Und ganz besonders Dennis und Phil. Simon! Yo. Und dann möchte ich auch liebe Grüße an meine Schwester richten. Tschüss, bis bald. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Yeah. Ja, okay. Jetzt kommen wir zum nächsten... Grüße. Hi Simon, hier ist Dennis. Dennis Holzapfel. Ich bin 10 Jahre und wohne in 32427 Minden. Ich wollte ganz doll das Kidzone-Team grüßen. Auch dich, Star-Moderator Simon und den Christian Rommelmann. Weil ich nur durch ihn zu der Kidzone gekommen bin. Und dafür will ich ihm ganz doll danken. So, als nächstes kommt. Als nächstes kommt ein Klassiker.
Was machst du denn mit dem Teller in der Hand? Mann, ich bin doch einer von den Roadbeasts aus Hawaii 35. Ja, aus Hawaii 35. Da geht es um Hawaii und 35 Highway, du Pisser. Okay, kommen wir jetzt noch kurz zum magischen Dreieck. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Keine Angst, ist diesmal nicht lang. Also... Don't panic, Kumpels. Es geht diesmal nur um Sätze wie... Hey, du hast wohl heute deine Spendierhose an. Oder... Ivi, was geht? Bei dieser Folge kann man sehr gut erkennen, wie gut dieses Hörspiel produziert ist. Zum Beispiel, wenn sich jemand verspricht, wird es einfach drin gelassen. Und der Dicke da hat eine echt große Klappe. Außerdem werden super talentierte Sprecher benutzt. Hey, noch hast du die Wahl. Die Chance gibt's nur noch heute. Entweder du wirst Zeuge, wie ich versuche, eine Tür während der Fahrt aufzumachen, oder du kannst zugucken, wie ich mich aus dem offenen Fenster heraushänge. Und dabei? Morgen kommt der Weihnachtsmann, singst. Und dazu gibt's ja noch super dramatische Musik, als wäre dieses Hörspiel das Epischste, was man jemals erlebt wenn hat. Wenn Habgier oder Machtbedürfnisse, wenn Geltungsdrang oder persönliche Bereicherung ihre Motive sind, dann schaden die Fähigkeiten Ihnen und allen anderen. Wenn sie aber zum Wohle anderer eingesetzt werden, kann man damit Großartiges erreichen. Im Dienst einer besseren Welt. Ich danke Ihnen. So. Schlecht. Okay, das ist auch zu Ende. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Abgründe, dieses Scheiß. Hör mal auf zu klatschen. Das war schlecht. Na gut, auf Wiedersehen. Ciao. Yeah.